Moin, hier ist Horst. Ja, heute geht es wieder um meine Tabelle und zwar, wie rechne ich die PV steuerlich ab? Und zwar sind wir heute jetzt schon beim dritten Teil. Wir hatten ja den ersten Teil, da hatte ich so ein bisschen erzählt von mir und warum und wieso ich das alles so mache. Und im zweiten Teil, da hatte ich dann die Anfangswerte und heute geht es um die Netzbetreiberwerte und zwar die Kilowattstundenpreise, der Grundpreis, wenn er bezahlt werden muss und natürlich auch mit der Abrechnung, was ihr an Speise, an Einspeisevergütung vom Netzbetreiber bekommt. Ja, und dann dadurch wird natürlich dann alles vermittelt, die ganze Geschichte und natürlich auch danach die Steuer berechnet. Und wie wir das jetzt in der Tabelle machen, das zeige ich euch heute und ich würde sagen, ja, wenn euch das interessiert, bleibt dran und schaut euch dieses Video an. Nach dem Intro geht's los. So, heute sind wir auf dem Blatt Netzbetreiber. Wir sehen jetzt wieder die grün umrandete Tabelle, was jetzt heißt, dass diese unbedingt ausgefüllt werden muss und in rot hinterlegten Zellen nicht überschrieben werden dürfen. Um die sonstige Sachnutzung und Leistungsentnahme sowie die Umsatzsteuer berechnen zu können, brauchen wir einmal den Kilowattstundenpreis von eurem Netzbetreiber sowie auch den eventuell zu zahlenden Grundpreis pro Monat. In der Spalte Zahlung Netzbetreiber wird die monatliche Zahlung vom Netzbetreiber für die Einspeisevergütung eingetragen, für die von euch ins Netz eingespeisten Kilowattstunden. Die beiden rechten Berechnungen, die hier rot angezeigt werden, sind nur Informationszahlen, die für die Auswertung der eventuell zu wenig oder zu viel gezahlten Beträge vom Netzbetreiber, die auf euer Konto gezahlt wurden. Wenn wir jetzt den aktuellen Kilowattstundenpreis in die Spalte Netzbezug Brutto 2022 eintragen, müssen wir darauf achten, dass wir mit dem Monat anfangen, in dem die PV-Anlage in Betrieb gegangen ist. Hier war es am 21.05.2022, was wir im Blatt Anfangswerte eingetragen hatten. Daher fangen wir hier im Mai den aktuellen Kilowattstundenpreis hier mit 29 Cent pro Kilowattstunden einzutragen, wobei die 29 Cent zurzeit mein Kilowattstundenpreis ist. Bei dem Grundpreis ist es genauso. Wir fangen im Mai monatlich an, den Preis einzutragen. Dieses machen wir dann von Mai bis Dezember durchgehend. Sollte sich der Kilowattstundenpreis oder Grundpreis im Jahr verändern, zum Beispiel im Oktober, tragen wir dann den neuen Preis von Oktober bis Dezember ein. Somit wird ein Durchschnittspreis der Kilowattstunden und der Grundpreis über das Jahr berechnet. Wenn kein Grundpreis gezahlt werden muss, so wie ich brauche keinen Grundpreis zu bezahlen, dann tragen wir von Mai bis Dezember die 0 Euro nach. Auch die Monate von Januar bis April müssen natürlich auf 0 ausgefüllt werden. Bei der Spalte Zahlung Netzbetreiber brutto tragen wir den überwiesenen Betrag des Netzbetreibers für die Einspeisevergütung in den jeweiligen Monat ein. Dieser Betrag wird dann automatisch in der Quartalsberechnung der Umsatzsteuervoranmeldung übernommen. Auch darüber mache ich ein Video.